Moin moin und willkommen zurück zu Vintage Story. Ich bin hier gerade noch bei einer meiner Lieblingstätigkeiten, der Metallverarbeitung. Und ja, neue Folge. Wieder geil. Wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Folge ging es hier um das Thema mehr oder weniger automatisierte Mühle. Nun ist es natürlich so, dass diese Idee aufgenommen wurde und jetzt sieht man mal wieder den Vorteil eines wirklich gut funktionierenden Servers. Die Schwarmintelligenz greift. Die Idee wurde aufgenommen. Die Idee wurde vollendet. Hab die ein oder anderen Tipps bekommen, wie man das gestalten könnte. Und das werden wir in dieser Folge, ja, hier im Singleplayer zu Ende bringen. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Ist klar, ich wollte jetzt nicht die komplette Folge mit Schmieden verbringen. Deswegen habe ich jetzt schon mal alles, was ich dafür brauchen. Die Platten sind vorbereitet. Da brauchen wir noch einen Trichter. Die Rinnenstücke sind vorbereitet. Hier soweit habe ich alles wieder umgebaut gehabt, da ich da einen kleinen Mitarbeiter des Monats brauchte, um mir die ganzen Platten zu schmieden und ähnliches. Na, wo haben wir sie denn? Ich hatte doch gerade zwei Trichter. Ah, wieder zurückgepackt, typisch. So. Fangen wir mal an. Ganz simple Sache, wir bauen jetzt erstmal alles so zurück, wie wir es hatten. Da ich jetzt den ganzen Saft. Hoppla. Der war zu. Das war gerade ein bisschen zu optimistisch. Das basteln wir jetzt erstmal um. Wir brauchen ja für die Mühle im Grunde sowieso nur eine Mühle. Bis hierher erstmal. So, ich nehme so viel Höhe wie möglich, dass wir nach unten hin Platz haben. Moment, ich muss jetzt erstmal prüfen, ob ich noch Truhen habe, weil die habe ich, glaube ich, alle verbraten jetzt so dafür. Ach, Gott sei Dank, hier ist noch was über. Na, wir brauchen ja nur zwei Stück. Das geht ja. So, zack. Aber nochmal zwei Nägel über. Für den Fall, dass. Jetzt habe ich ja hier meine Maschinenkiste quasi gebaut. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier noch passt, wenn ich jetzt sage: Mühle, Kiste, Wand, Rohr, Kiste, Kiste. Ah, ich brauche noch eine Kiste mehr, merke ich gerade. Also gehen wir nochmal zurück zum Holz. Müsste sowieso mal wieder was vorbereiten. Das hat sich so verbastelt alles, ne? Das ist so krass. Wenn du erstmal anfängst, so ein bisschen was zu bauen, dann hast du sofort Materialmangel. So, jetzt aber. Na, jetzt können wir die letzten zwei auch noch verbasteln. So, gut. Ist wenigstens Platz in der Kiste. Muss ich jetzt nicht da noch drüber nachdenken, was auszubauen. Säge weg. Und weiter. Jetzt aber. Jetzt haben wir alles. Genau. Mühle, Aufsteller. Nein, man braucht ja immer einen festen Block unter der Mühle. Ganz wichtig. Also fangen wir an. Zack. Mühle, Verbindung. Easy. Bisher war der schon mal ganz leicht. Dann haben wir jetzt die Kiste mit dem zu verarbeitenden Material angeschlossen. Hat ja funktioniert, haben wir ja gesehen. Das war gar kein Problem. Jetzt ist es ja so, dass meine Idee war, das Endprodukt wieder aus der Kiste zu leiten. Und scheinbar ist die Mechanik nicht so weit, dass sie erkennt, dass man jetzt sagen könnte, Standard in allen Gerätschaften links rein, rechts raus. Ne, ist nicht. Gibt es leider nicht. Wäre aber cool, nur so ein Filesystem, wo man jetzt sagen könnte, ja, hier rein, hier raus und so. Ja, ist aber alles Quatsch. Braucht man nicht. Da gibt es ja dann die ein oder anderen Möglichkeiten für. Jetzt gibt es ja diesen wunderbaren Trichter. Und der Trichter ist ja dafür da, was ich selber nicht wusste. Ne? Wie gesagt, Schwarmintelligenz auf dem Server. Der Trichter sammelt lose Gegenstände in der Welt auf. Prüft es jetzt mal. Ne? Ich habe es vorher nicht getestet. Das heißt quasi, wenn ich jetzt hier Trichter über diese Kiste platziere, prüfe nochmal, dann müsste dieser Trichter jetzt frei liegende
Gegenstände in die Kiste fördern. Okay. Ah, hat geklappt. Ich mach's nochmal. Es gab keinen Sound. Ich dachte erst, ich habe daneben geworfen. Okay, das war wirklich daneben. Ja, gesehen. Weg. Boom. Rein in diese Kiste. Na, ihr wisst jetzt schon, glaube ich, wo es hingeht. Ich mach's noch ein drittes Mal, ne, weil jeder hat 3 Würfe. Ah, okay. Denke mal, das Prinzip sollte verstanden sein. Da wir jetzt hier in einer sehr blockförmigen Map sind, in einer blockförmigen Welt mit sehr vielen Ecken und Kanten, müssen wir die freien Wege jetzt blockieren. Wir haben jetzt noch 2 Seiten, die offen sind. Jetzt hier von meiner Seite aus, von meiner Blickseite aus die rechte Seite und die zu mir gezeigte Seite. Also müssen wir diese jetzt hier noch blockieren. Und was macht sich da nicht besser als ein Trichter? Wenn ich diesen dann hier mit Hilfe sicherlich eines kleinen Tricks platziert kriege. Gott im Himmel, nur platziert diesen Trichter doch. Nehmt euch irgendeinen Behilfsblock, um diesen Trichter zu platzieren. So, so. Hoffentlich funktioniert das jetzt noch mit der Kiste. Aber muss ja. Ja, es sollte so sein. Natürlich, ich hasse diese Ausrichtung. Da kann ich immer wieder drüber aufregen. So kann das jetzt aussehen. Ne? Nimmt ein bisschen viel Platz weg. Ne? Aber für so eine Automatisierung, die man mal schnell in der Ecke platzieren kann, finde ich, das ist schon eine sehr coole Idee. Ja, wir reden jetzt hier den ganzen Tag von Automatisierung und wir haben schwachen Wind. Ist natürlich schwierig. Das macht es in der Demonstration ein bisschen schwierig. Aber ich hole mal da ein bisschen Stuff aus dem Keller. Haben wir noch irgendwas Sinnvolles zu malen? Das ist eigentlich für ein Viehzeug. Ja, komm. Dann jagen wir halt den Roggen durch die Leitung. Ich muss euch das ja jetzt zeigen. Ne? Jetzt habe ich ein Thema angefangen. Und ich habe es auch bloß auf einem Bild gesehen. So eine Idee, wie es funktionieren könnte. Wenn ich jetzt hier aufhebe, ne, dann habe ich ein richtiges Problem. Gut, Salz. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, weil ja nur unsere Montagehilfe. Wir brauchen noch eine Sache. Wir brauchen noch einen Stock. Warum wir jetzt Gottverdammt einen Stock brauchen, sage ich euch dann oder zeige ich euch dann. Der Stock ist nicht dafür da, um in der Nase zu bohren, nein. Mit diesem Stock werden wir die Auslagefläche von der Mühle blockieren. Ihr könnt natürlich den Trichter auch manuell benutzen. So, man muss natürlich auch an diese verdammte Mühle rankommen. Denn jetzt werden wir Folgendes tun. Wir werden die Ablage blockieren. Übrigens auch durch eine Schwarmintelligenz, also durch generell Phänomen Schwarmintelligenz entstanden. Dann blockiert auch die Ausgabe, dann wird jedes verdammte Item ausgeworfen, das verarbeitet wurde. Sonst müsste ich erstmal warten, bis der Stack voll ist. Und dann wird es ausgeworfen. So soll das natürlich nicht sein. Gut. Haben wir. Jetzt müssen wir noch die Kiste beladen hier. Munition drin. Man sieht schon. Ha? Passiert. Und wenn Gott will, dann gibt es jetzt eine kleine Brise. Wird sie natürlich so lange, bis auch hier die Eingabe komplett voll ist. Warte mal, wir machen das mal manuell, ne? Das geht ja nicht. Na jetzt, ich will es ja jetzt auch wissen. Es muss jetzt funktionieren. So, ran ans Rad hier, dass wir sehen, wo was passiert. Und jetzt habe ich hier noch, ich mache mal uns noch die 2 Kisten auf. Die ziehe ich uns mal eben auf die linke Seite. Dass diese Kisten angewählt sind, seht ihr natürlich jetzt auch dadurch, dass sie offen sind. Also hier keine Cheaterei oder irgendwas. So, wir drehen weiter. Hier die Mühle. Mach's mal so, wie es ungefähr aussieht. Wir haben hier die Mühle, untere Kiste, obere Kiste. Und jetzt geht's zur Sache. Kommen noch ran ans Rad und wir drehen. Wir drehen, wir drehen, wir drehen. Könnte auch sein, jetzt wo ich das so sehe, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht in der Ausrichtung. Ihr seht es vielleicht selber. Wenn die Mühle jetzt ein Item abwirft,
Das fliegt ja hier nicht oben rum. Nee, 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 ist falsch. In der Theorie bzw. in der Praxis muss alles um einen Block erhöht werden. Verdammt, habe ich jetzt gar nicht so bedacht. Das fällt ja hier so auf diese Höhe raus, ne? Auf Blockhöhe wird ausgeworfen. Naja, ist kein Problem, ne? Dann reißen wir mal den ganzen Bums hier nochmal ab. Wir haben ja Zeit. Sonst stört ja keiner hier. Mich sowieso nicht. Dann müssen wir hier wohl mal nochmal ein kleines Löchchen reinballern hier in die Decke. Könnte jetzt auch in die Tiefe gehen, würde mir aber den Maschinenraum versauen. Das sollte schon einigermaßen alles hin. Ist da eins. Mühle. Aufgesetzt natürlich. Muss ja. Ist da ja. Dann kann ich nämlich jetzt auch den Trichter makellos platzieren. So. So. Also, habt ihr jetzt selber gesehen, ist gar nichts passiert in der Mühle. Nichts. Es konnte nicht ausgeworfen werden, weil ja drumherum alles blockiert war. Und ein Gegenstand wird niemals, so wie ich das gesehen habe, niemals nach oben ausgeworfen. Und auch nicht da drunter, geht ja nicht. Wie soll das funktionieren? Das wäre ja von der Mechanik ja gar nicht machbar. So. Versuch 2. Das hat ja wunderbar funktioniert. Dauert mir zu lange. Ich habe jetzt keine Zeit hier, um auf Hilfe zu warten. Kiste rechts. Kiste links. Mühle. Jetzt mal kurz nach oben gucken. Nur ein Stück. Nur ein Stück. Und wir haben ja noch eine Maus, ne? Wir können ja auch mit der Maus arbeiten. Wenn diese dann möchte. So, haben wir. Das ist wieder fix, ich weiß. Stock. Und Muskelkraft. Davon haben wir ja mehr als genug. Oh, habt ihr die gesehen? Da ist es passiert. Jawohl. Wenn das jetzt eine Regelmäßigkeit ergibt, dass es immer rechts, links auswirft, wäre das geil. Aber ich sehe gerade, eins ist verschwunden, 2 sind verschwunden. Aha, aha. Der Auswurf geht quasi einmal rundherum, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Rechts ausgeworfen, zu uns ausgeworfen, links ausgeworfen, nach hinten ausgeworfen. Oder wird's gar nicht ausgeworfen? Nein, nein, wird's nicht. Der Verbrauch stoppt in dieser Bewegung. Es wird nur nach rechts und zu uns ausgeworfen und, wie gesagt, das rotiert im Uhrzeigersinn. Jetzt passiert wohl mal nichts. Links. Hinten. Jetzt wieder rechts. Und jetzt wieder in unsere Richtung. Aha. Also, Phänomen Trichtergeschichte. Automatisierung, Blarkeks, einfach nur reinwerfen, einfach nur ernten. Ich sag mal, ja, es funktioniert. Wichtig, es funktioniert nicht hundertprozentig, aber es funktioniert verlustfrei. Es wird in den blockierten Richtungen nicht ausgeworfen, aber der Rohstoff verschwindet auch nicht. Und das ist okay. Da würde ich jetzt erstmal sagen, das ist vollkommen okay, da muss man sich keine Sorgen machen. Aber, nö, eigentlich kein Aber. Dafür, dass während der Zeit, in der wir was anderes tun, produziert wird, auch wenn es nur in dem Falle halb effizient ist, da es doppelt so lange braucht, da 2 Felder wegfallen, beziehungsweise, wenn ihr natürlich jetzt der absolute Crack seid, dann könnt ihr das natürlich noch erweitern. Dann sagt ihr halt, ja, wisst ihr was, komm, halb ist mir zu wenig. 3/4 effizient soll es schon sein. Ja, dann musst du das Teil in die Mitte platzieren. Und dann kannst du noch einen dritten Trichter platzieren. Also einen dritten Trichter hinbasteln mit einer dritten Kiste. Und dann funktioniert das. Also ich würde das... Das ist okay. Ich finde es okay. Damit kann ich arbeiten. Das werde ich jetzt hier auch so lange stehen lassen, bis ich umbauen muss. Aus anderen Gründen. Bis hier die Mechanik wieder angepasst werden muss oder ähnliches. Aber soweit bin ich erstmal völlig zufrieden damit.
Finde ich gut. Das hat sehr gut funktioniert. Wenn dann der Wind noch mitmacht. Immer hatte die Mühle selbst nicht bei schwachem Wind schon gearbeitet. Aber ja, wir müssen ja bedenken, wir haben hier einen Berg in der Nähe. Die zweite Mühle ist nicht weit weg. Die frisst natürlich auch gut Energie. Aber nein, es fehlt tatsächlich hier ein Flügelsatz fehlt hier. Weil das werden wir doch wohl hinkriegen, oder was? Jetzt werden wir uns erstmal diese wunderbare Pastinaken-Pastete in den Kopf drücken. Das ist wichtig. So. Irgendwo haben wir hier dann aber Pflanzen. Ah, fehlt natürlich eins. Einmal Leinen fehlt. Und quasi fehlt einmal Lackschnur. Oder um genauer zu sein, fehlt zweimal Flachsfaser, um das zu vollenden, diesen Kreislauf hier. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Vielleicht haben wir ja Glück, aber ich denke, beim Garten wird noch nichts fertig sein. Sieht man den Weg eigentlich auf der Map? Ist er dominant genug? Ist okay. Könnte ein bisschen runder hier sein. Hier könnte es runder sein, hier ist es ein bisschen statisch, aber hier geht ein schöner Weg weg, das ist okay. Schön um den See rum. Hier so lang. Ja, ist schon okay. Da wollen wir ja mal nicht wieder anfangen zu meckern, auch wenn das meine Lieblingssportart ist. Aber nee. Alles wird gut. Ich muss ja die Bruchbude hier doch noch wegreißen, aber soll ja gar kein Problem sein. Dafür, dass hier brechende Minusgrade sind, muss ich sagen, finde ich es wunderbar, dass die Saat nicht verkommt. Oh, ich hab's gerade gesagt. Von wilden Tieren gefressen. Wo zur Hölle kommen hier wilde Tiere ran? Stimmt hier über das Eis gebackt, ne? Kannst du aber wissen. Ich weiß ja nicht, dass ich um meine Gartenfläche eine, weiß ich nicht, Fort Knox errichten muss. Dass ich hier meine Ruhe habe. Wir schauen uns mal die Fischfanganlage an. Klingt so wichtig, ne? Alles, was so mit Anlage endet, klingt immer so wahnsinnig wichtig. Barsch. Das ist alles Fisch, den wir nicht brauchen. Karpfen. Auch nur durch die Primitive Survival Mod wohl bemerkt, ne? Muss ich ja immer mal erwähnen. Ne? Nicht, dass ich hier irgendwas zeige und die Leute holen sich dann diesen Bums und wundern sich, warum die und die Sachen nicht vorhanden sind. Ja, es sind Mods. Es gibt in der Videobeschreibung eine ellenlange Liste mit Mods, die ich aktuell alle verwende. Deswegen sieht man hier auch manchmal diese Partikel aufsteigen. Ja, das dient dazu, dass ihr in der Welt, wenn ihr mal wieder tausende von Blöcken rennt, dass ihr auch Terra Preta erkennt, weil das erkennt man so nicht. Ist Gras drüber, siehst du gar nichts. Ist halt für mich eine kleine Erleichterung, um das alles gewährleisten zu können. So, jetzt suchen wir uns ein scharfes Messer und werden gleich mal den Fisch verarbeiten. Muss ja auch sein, ne? So, zack. Und deswegen sage ich immer wieder, es wäre zu geil, wenn man eine Fischart züchten könnte. Also wir wissen ja noch nicht, das Experiment ist so ein bisschen untergegangen. Und auf jeden Fall die rohen Eier, die können wir essen, die sind nicht befruchtet. Den Rogen, den ziehen wir uns rein. Wichtig. Hier. Sechs schwache Portionen, vielleicht finden wir hier, liegt hier noch irgendwo eine Rübe in der Ecke. Jetzt zwirbeln wir die da noch mit rein oder so. Bisschen Gemüsemisch, Zwiebel. Passt. Haltet mal so, dass es gleich 12 sind. Den Restfisch, den können wir hier vergammeln lassen. Dann ist gut. Zwiebeln. Fisch und Zwiebel geht immer. Voll. Kick an, ne? Und schon ist der Top voll. Feuer drunter. Dann ist gut. Was ich noch... Eine Sache noch... Müssen wir noch testen, bevor ich hier das Feuer anheize. Kann ich dieses Filet... Räuchern. Bisschen dunkel hier in meiner Räucherhöhle, wa? Aber das ist so, ne? Das ist der Rauch, der sich in den Wänden festsetzt. Nee. Primitive Survival Mod, nein. Obwohl.
Obwohl es im Craft-Handbuch angezeigt wird, dass es möglich sein soll, funktioniert es. Naja, wenn es danach geht, können wir geräuchertes Fleisch auch salzen. Pökeln in dem Falle. Funktioniert ja auch nicht. Obwohl es angezeigt wird. Also ich weiß nicht, wo da das Problem liegt. Was da kommunikativ bei diesen Mods nicht funktioniert, weiß ich nicht. Aber ist auch erstmal scheißegal. Bin ich ehrlich. Nehmen wir erstmal so, wie es ist. Messing ist fertig. Ich bin dabei, Fackelhalter zu konstruieren. Dass ich jetzt nicht überall Laternen platziere. Ich meine, in meinem Keller reichen Fackeln außerhalb des Hauses. Sollen es. Aha. Warum liegt hier das gute Zeug so rum? Müssen wir nochmal beobachten hier. Wo ist das gerade hergebackt? Wir können natürlich auch Rohrsysteme bauen, ne? Das geht natürlich auch. Aber ihr müsst wissen, dass man sich dann an die Schwerkraft halten muss. Wenn ihr nicht diese komischen Schraubdinger hier. Wie heißen die Dinger? Achi, schieß mich tot, Schraube. Archimedische Schraube, genau. Die nicht benutzen wollte. Braucht er natürlich auch einen mechanischen Anschluss dafür. Irgendwie fällt mir. Warum lag jetzt hier gerade Mehl rum? Wo ist das rausgehüpft? Egal. Naja, nee, egal ist es mir tatsächlich nicht. Irgendwo muss das ja rausgebackt sein oder zur Seite gefallen. Das funktioniert ja. Es funktioniert, es ist automatisch. Das wollten wir mehr oder mehr und nicht weniger. Mehr oder weniger, was auch immer. Scheißegal. Bin verwirrt, weil wie kann das da rausfallen? Scheißegal. Ich werde es jetzt mal eine Weile beobachten. Oh, schon fertig. Oh, fix. Oh ja. Verdammt, man kriegt den Topf nicht mehr auf. Jetzt muss er doch einzeln machen. Schade. Platzieren wir mal hier unsere Töpfe, hauen das mal noch rein, die Brühe. Wenn. Nein, andersrum. So. So. So, meine Güte. Ist auch immer eine Geburt mit den Dingern, ne? Gut. Folge ist rum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ob es heute einen Stream gibt, ne? Heute ist nämlich Mittwoch. Weiß ich noch nicht. Ich muss schauen, was der heutige Abend bringt. Ich weiß nämlich nicht, ob ich zu Hause bin. Das kann ich euch noch nicht sagen. Ansonsten 19, 19:30 werdet ihr sehen. Ne? Entweder spontan oder gar nicht. So viel schon mal gesagt. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns und hören wir uns oder wir lesen uns. Tschüss.